Vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Schön, dass es so gefüllt ist. Es freut mich sehr. Ja, Pixomondo. Speziell, ich bin Standortleiter, COO, Executive Producer, Managing Producer, wie auch immer, diese ganzen Titel da, speziell von Frankfurt am Main. Pixomondo ist international aufgestellt, das hatten wir eben ja schon mal. Und ich zeichne mich dort eben für Frankfurt verantwortlich. Frankfurt ist, jeder Pixelmondo-Standort hat so eine spezielle Ausrichtung. Und Frankfurts Expertise ist es eben, wenn es darum geht, fotorealistisch bzw. naturrealistische Darstellungen zum Leben zu erwecken. Da gehört unter anderem dann auch dazu, dass man mal aus einem Hühnchen in Anführungszeichen einen Drachen macht. Wie dieser Vergleich zustande kommt, erläutere ich gleich mal, weil da ist ja nicht unbedingt jetzt auf den ersten Blick eine Analogie zwischen beiden. Aber gehen wir es einfach mal an. Ich erzähle ein bisschen was kurz über Pixomondo, bevor wir zum tatsächlichen Point of Interest sozusagen kommen. Also wir sind auf 3 Kontinenten vertreten, haben 6 Offices zurzeit. Das fluktuiert immer so ein bisschen. Film ist gerne auch ein Fördergeschäft oder man braucht, hat verschiedene Bedürfnisse, die gedeckt werden müssen. Und dann kann es auch mal sein, dass ruckzuck ein Standort neu entsteht, nur um dieses Projekt realisieren zu können. Insofern, wir arbeiten 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Genauso fühlt es sich auch an. Es ist tatsächlich so, dass wir sehr, sehr, sehr viele Hands-off oder Hands-on-Situationen haben. Wir mieten beinahe täglich die unterschiedlichen Standorte untereinander. Das machen wir wieder via Videokonferenzen, Skype und Co. Haben dann auch verschiedene Pipeline-Tools entwickelt, die es uns immer helfen oder die uns dabei helfen, dass die Daten immer synchron sind, egal auf welchem Standort man sich befindet und dass man auch weiß und tatsächlich auch ein Projekt übergeben kann. Dann ist es jedoch nicht so, dass wir gleichzeitig an denselben Dingen tatsächlich arbeiten. Wir arbeiten vielleicht auf demselben Projekt, aber nicht unbedingt an derselben Sequenz, weil das macht natürlich keinen Sinn, wenn man solche Expertisen ausbildet und dann jeden Tag übergeben müsste, dann übergibt man sich irgendwann und hat keine Lust mehr. Das soll es ja nicht sein. So, was machen wir eigentlich? Pixomondo ist ein international tätiges VFX-Studio, wie wir es schon gesagt haben. Wir machen sehr viel internationalen Spielfilm, aber auch nationalen. Gerade am Freitag war in Berlin Premiere gewesen von Bridge of Spies, der aktuelle Steven Spielberg-Film mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Dafür zeichneten wir uns verantwortlich. Die Visualisierung speziell in Berlin, wir haben die Supervision am Set gestellt zusätzlich noch, die Planung teilweise mit übernommen. All diese Services bieten wir dann an. Wir haben in 2012 einen Oscar gewonnen, der natürlich das gesamte Team oder die Teams sehr stolz gemacht hat. Ansonsten sind wir auch, was Preise angeht, immer wieder froh, wenn wir einen kriegen, ganz ehrlich, wenn wir nicht nur für uns selbst dann dastehen und sagen, oh, wir haben was ganz Tolles geleistet, sondern wenn diese Arbeit auch in gewisser Art und Weise von anderen und im besten Falle eben von Fachkräften honoriert wird. Das gibt immer so ein ganz gutes Gefühl und poliert das Ego ein bisschen. Einfach um ehrlich zu sein. Wir machen TV-Serie, dafür sind wir auch relativ bekannt. Eines der Zugpferde, Game of Thrones, deswegen sind Sie, ihr, seid deswegen unter anderem ja auch hier. Aber auch ganz andere Dinge, die man so kennt. Ein neues Thema ist Shannara Chronicles, eine MTV-Produktion. Geht so ein bisschen in diese Richtung, wird auch sehr spannend, kann ich sagen. Kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. So, des Weiteren, Live-Media-Events und Interactive. Wir haben heute schon, wer den Vortrag vor uns besucht hat, hat es schon so ein bisschen mitgekriegt. Im Hause Red Bull Media wird viel produziert, ganz viel auf das Thema auch Interactive eingegangen. Es vielen Schlagworte wie Virtual Reality, Augmented Reality, 360. All solche Geschichten machen wir auch, weil wir natürlich sozusagen das Ganze aus erster Hand haben. Wir haben die 3D-Assets, wie das so schön heißt, schon am Haus für die verschiedensten Projekte und Kunden. Warum nicht damit noch mehr Schindluder treiben? Da versuchen wir uns seit Jahren drin und es entstehen ganz, ganz tolle, spannende Projekte. Darauf will ich aber heute gar nicht weiter eingehen. Wir haben eine Homepage, sollte man haben. Da kann man so ein bisschen was informieren. Wir freuen uns auch immer, wenn Leute uns anfragen, ob sie nicht mal den einen oder anderen Monat oder vielleicht ihr Leben bei uns verbringen können. Commercials, Werbung. Wir müssen auch Geld verdienen. Geld verdient man mit Werbung unter anderem. Nicht nur, aber auch. Und das bedienen wir genauso. Ja, die sogenannten Industry Service oder Industrie Services können sein klassische Unternehmenspräsentationen, Filme,
sehr, sehr viel oder stark sind wir im Automotive-Sektor unterwegs, aber auch Massentransportmittel. Da geht es dann auch immer darum, möglichst real Dinge darzustellen im virtuellen Raum. Also so eine Illusion zu erzeugen, dass im Nachgang keiner mehr erkennt, dass es nicht echt gedreht wurde. So, damit man das Ganze jetzt mal ein bisschen ausschmückt, Bilder sagen immer mehr als 1000 Worte, habe ich einen ganz kleinen Showreel mitgebracht von Pixelmondo. Dann reicht es auch schon zu dem Thema und dann gehen wir auf das, was wirklich interessiert. Ja, das mal so als kleiner Abriss. Das ist das, was Pixelmondo macht. Ich hoffe, das eine oder andere kam euch oder Ihnen bekannt vor, weil das heißt, dass wir nicht in die Tüte arbeiten. Das ist immer ganz schön. Aber ich würde sagen, nachdem ich jetzt Thema hintereinander gesagt habe, gehen wir einfach zum nächsten Thema über, nämlich eben Game of Thrones. Wir haben einen schönen Titel, vom Hühnchen zum Drachen. Ja, da interessiert die Leute immer, wie kommt ihr darauf, was erzählt ihr da, warum ist es so? Erstmal ganz kurz so ein paar offizielle Informationen noch. Also das Ganze machen wir natürlich für HBO. Die produziert wird das Ganze von Fire and Blood Productions. Der Supervisor, mit dem wir Hand in Hand zusammenarbeiten, ist Joe Bauer. Seit der dritten Staffel ist das so. Vorher hatten wir jemand anders, das war Rainer Gombasch. Bei uns macht das in-house Sven Martin und zwar schon seit der zweiten Staffel. Sitzt er als Hauptverantwortlicher Supervisor auf dem Projekt und der Producer ist Steve Kuhlberg. Mit denen arbeiten wir, wie gesagt, beinahe täglich, gerade jetzt in dem Stadium, wo wir augenblicklich sind, die Asset-Produktion. Wir gehen jetzt so langsam über in die Shot-Produktion und das sind ganz spannende Prozesse, die da entstehen. Wie sind wir da hingekommen, ist halt die Frage. Ja, schön, dass es wiederholt. Thema Research. An jedem Projekt, an das wir herangehen, wenn es nicht gerade ein Wiederholungsprojekt ist, geht es um ein Thema Recherche einher. Was wollen wir überhaupt erzählen? In dem Fall ging es darum, Drachen zu erzählen. So, jetzt kannst du nicht einfach in den Zoo gehen und sagen, ich gucke mir mal einen Drachen an.
schön wäre es, meine Kinder fänden es total geil, aber ist halt nicht. Also bedienst du dich sozusagen Referenzen an vielleicht anderen Filmen. Dann siehst du ganz viele Drachen in irgendwelchen Filmen, aber du willst ja auch nicht unbedingt den Drachen von XY nachbauen, sondern du setzt dich damit auseinander. Wie sieht so ein Vieh aus? Was könnte es sein? Und vor allem, ja, wie könnte es sich bewegen? Also das war hier zum Beispiel erste Staffel auf Deutsch, genau. Hat es noch Blue Bolt gemacht. Dann gab es schon die ersten Entwicklungen, das wären sogenannte Paintings. Da zeichnet man tatsächlich, weil die Frage kam vorhin auf, macht ihr alles digital oder zeichnet ihr noch? Dann überzeichnet man so ein Bild und sagt, nee, das ist unsere Vision. Es muss ein bisschen größer und stärker werden und es muss was anderes ausdrücken. Ja, dann gibt es Moodboards, das kennt man auch ganz gern. Da betreibt man Recherche und sagt, okay, wie verordne ich so ein Vieh, also so ein Drachen? Was kann das sein? Wir haben Reptilien hier, wir haben Schlangen verschiedenster Art, wir haben Oberflächenbeschaffenheit, Farbigkeiten und zeigen dann halt auch schon wieder so eine Vision. Das sieht man hier, dieser Drachen, der war auch gezeichnet, so könnte es aussehen, das war damals. Und dann eben die darauf entstandenen, habe ich hier auch so einen Pointer? Bestimmt. Set-Dummies, die man auch manchmal braucht, damit sich überhaupt jemand, so ein Schauspieler, damit zurechtfinden kann. Aber es erklärt immer noch nicht, wie kommen wir sozusagen dahin in die Überleitung zu sagen, naja, vom Hühnchen zum Drachen. Wir haben uns angeschaut, Vögel, ganz, ganz explizit Vögel. Vögel sagt man auch, aber so langläufig beherrscht die Meinung, dass die meisten Dinosaurier und die Vögel verwandt sind. Wir verorten die Drachen eher in diese Richtung gehen, also Großreptilien, Saurier, die haben unseres Erachtens dann, haben wir gesagt, naja, vielleicht einen gemeinsamen Vorfahren, Vögel, die haben kräftige Flugmuskulatur, die sie brauchen, die haben ein großes Brustbein, das sind alles so Themen, die sich innerhalb der Drachen dann auch wiederfinden in unserem Verständnis. Dafür, um das Ganze zu machen, haben wir hier so ein kleines, viele fanden es eklig, gebe ich ganz ehrlich zu. Wir haben uns ein Hühnchen geholt. Ein Hühnchen als Vogel, den man so bekommen kann, den man nicht selbst das Knick abbrechen muss, sondern der ist halt schon küchenfertig vorbereitet. Haben uns angeschaut, wie funktioniert das überhaupt? Wie bewegt sich, wie ist der Bewegungsapparat aufgebaut? Wo sind sozusagen die Schenkelpunkte? Wo ist der Nacken? Wie transluzent sind so Dinge wie Haut? Wie ist die Verortung zwischen Muskel, Sehne, überschüssige Haut zu einem Art, ja, zu einem Flugapparat. Also haben wir das Ganze hier uns angeschaut mit dem ganzen Team. Jeder durfte mal, musste mal testen. Was passiert eigentlich, wenn ich am Rückgrat drücke? Wie verändert sich, wie gesagt, alles? Das war der erste Schritt. Im zweiten oder im Nachgang haben wir es dann halt noch ein bisschen genauer betrieben. Wir haben uns tatsächlich angeschaut. Transluzenz ist so ein großes Thema. Wir haben uns an Flügelhäutern auch natürlich orientiert. Fledermäuse, Flughunde haben ja auch viel Lederartiges zwischen den Flügeln. Und da passiert ja immer was. Es ist ja nicht so ein starres Objekt, wo Licht keine Reaktion mit sich bringt. Das sieht man hier ganz schön. Dann kamen vor allem die Biologen bei uns zum Tragen oder die Hobbybiologen. Es ging ja daran, das ganze Geflügel zu sezieren, um zu schauen, wie sieht tatsächlich die Muskelmasse aus. Wie sind die denn, wie sind die Sehnen? Wir hätten das alles auch nachlesen können, aber seien wir mal ganz ehrlich, also nichts ist uns so bekannt und bewusst wie das, was wir tatsächlich selbst uns erarbeiten und entdecken. Das war für uns die einfachste Methode, um herauszufinden, wie sind diese Dinge aufgewachsen oder ausgebildet. Und aufgrund dieser Erkenntnisse, die wir da erschlossen haben, haben wir angefangen, die ersten Tests zu fahren. Wir haben einen Rig gebaut, damals noch einem sehr simplifizierten Drachen, haben dann von dem Rig, das uns, also Rig, ich weiß nicht, inwiefern man hier so ist, Rig lässt Dinge sich bewegen, also ein Knochenskelett in dem Fall bei uns, das tatsächlich dann dafür sorgt, dass diese Wesen, die Drachen, sich möglichst realistisch, so wie wir uns die Realität auch vorstellen, in Absprache und Abstimmung mit dem Kunden, dass sie sich möglichst realistisch eben bewegen können. Und so sind wir vom Kleinsten zum Größten gekommen und haben das dann in verschiedener Art und Weise ausgeprägt. Ich bin ganz ehrlich ursprünglich davon ausgegangen, ich habe eine Stunde und hätte jetzt ganz, ganz viel Material, um euch zuzubomben, wie dann die einzelnen Schritte sind. Aber so viel Zeit haben wir nämlich gar nicht. Deswegen zeige ich mal, bevor ich darauf eingehe, wie das Ganze jetzt in der aktuellen Staffel, die noch läuft,
weil es wird immer wieder wiederholt, wie das aussieht und wie wir einzelne Dinge erzeugen, und gehe dann nochmal im Nachgang kurz darauf ein.
Dankeschön. Ich nehme das jetzt mal als Applaus mit an das Team, die das geleistet hat. Ich habe keinen einzigen Handstrich dafür gemacht. Außer, dass ich drüber schaue und sage, ja, macht ihr sehr gut. Oder macht ihr noch ein bisschen besser morgen und dann ist es besser. Nein, insofern, das war jetzt ein Making-of. Das zeigt relativ viele Aspekte von der Arbeit, die wir daran machen. Sind einige Sachen dabei, die wirken ganz witzig in der Richtung, weil man sich dann immer denkt, gut, das ist alles so Hightech und dann kommt das ganze Ding aus dem Computer und dann sieht man irgendeinen an so einem sogenannten Bug, der dann da rumwackelt und im Nachgang muss da halt der Drachen drüber. Und das machen wir dann im Vorfeld, genauso wie diese sogenannten Techno-Crane-Geschichten. Das heißt, wir animieren das im Vorfeld, sagen, wissen um die Limitierung der Technik dahinter und animieren das dann on point, dass eben vor Ort auch so gedreht werden kann, in der Hoffnung, dass sie das vor Ort dann auch so drehen, was nicht immer der Tatsache entspricht. Ja, ja, ich würde sagen, da meine Zeit leider schon um ist und ich ja nicht so viel langweilen möchte, sind wir sozusagen schon durch. Das ist sehr, sehr schade, weil ich hätte echt noch ein paar Sachen zu zeigen. Ja. Insofern bleibt mir nichts anderes übrig, hier die Aufforderung kommt schon, zu sagen, jeden, den es interessiert, ja, wir haben eine Homepage, wir haben Facebook, wir haben andere soziale Medien, wir sind auf verschiedenen Veranstaltungen unterwegs, wo wir das Ganze ein bisschen on Detail näher bringen. Wir haben natürlich auch, und das freut mich besonders, hier zu sein. Ich habe zum Beispiel einen 3D-Generalist, mit dem wir sehr gerne zusammenarbeiten. Der kommt, der hat ursprünglich hier studiert. Ja? Und ein, zwei Leute in der Richtung, mit denen ich es noch nicht geschafft habe, zusammenzuarbeiten, aber die sind sehr, sehr gut. Und wir versuchen wieder mal verschiedene Positionen auf verschiedener Ebene. Ich weiß nicht, der Recruiting-Booth hier, aber ich kann nur sagen, bewerbt euch, schickt uns eure Unterlagen. Wir sind echt nett. Sind professionell, sind international aufgestellt, machen spannende Sachen außerhalb von Game of Thrones, noch jede Menge anders und freuen uns über ja, jeden Zuwachs, der unser Team vielleicht nach oben hin katapultieren kann. Insofern bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, vielen Dank für eure Zeit und viel Spaß mit dem nächsten Vortrag.